Moin, Servus und Hallo. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tokyo Ghostwire Tokyo. So rum. Wir sind tatsächlich schon in der Nähe von unserem Main-Ziel, von der Main-Quest. Wir müssen hier durch, glaube ich, zumindest. Da sind viele Geister. Okay. Ich würde sagen, wir droppen denen direkt eine Bombe dahin. Alles klar, das war alles andere als cool. Oh nein, einer mit einem roten Schirm. Okay, easy run. Muss ein bisschen langsamer machen. Haben wir alle? Ne, da rennt noch jemand rum. Jesus Christ. Ja, wir haben alle. Was? Der Fahrstuhl scheint noch funktionieren. Ja. Aber ich fahre doch mit dem Aufzug jetzt da hoch. Und dann direkt auf die Presse zu kriegen. Wäre ja sinnfrei, oder? So. Checken wir hier die Etage. Nichts passiert. Alles gut. Kein Problem. So. Da sind noch Geister zum Absorbieren. Oh, schöne Schuhe. So. Vorräte mitholen. Ist keine gute Idee, glaube ich. Aber was willst du machen? Ja, wir gehen ganz nach oben. Karriereleiter ganz nach oben. Also jeder Fleischpanzer sieht uns trotzdem. Ich
Ich würde ihn am liebsten irgendwie von hinten ausschalten. Aber ich kenne halt dem seine Rotation nicht. Deswegen müssten wir eventuell. Das ist halt immer ein bisschen schade, so mit diesen. So, wenn man das aufnimmt, dann läuft die Zeit so ein bisschen gegen einem. Weil diese Folgen sollen ja auch nicht so lange werden. Und. Alles klar. Alles klar, davon haben wir keine mehr. Alles klar. Das war wohl ein Spaßschwein. Ja, war ein bisschen lame jetzt der Fight. Nicht direkt richtig reagiert. Alles nachvollziehbar. Ich dachte, ich kann nicht absorbieren irgendwie von hier, aber. Ich muss ein bisschen hier mit. Ich kann mit Mausrad auch. Warum ich den so gemacht habe? Keine Ahnung. Aber ich muss ihn mir auch schon mit dieser Versiegelung übelst gut gehittet haben. Lass mal hier abchecken. Ist soweit alles. Alles tutti maluki. So. Euch hol ich mit. Euch hol ich auch mit. Schön in mein Klopapier einspeisen. Kabeltrommel. Jetzt wieder meine grüne Energie aufladen. Oder meine grüne Munition, wie auch immer. Hier wird Cash. Ja, ja, ich muss da hoch, ist mir schon klar, aber ich hätte gern volle Munition so. Okay. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Auf was? Schulleitung, blablablub. Alles klar. So. Noch ein Handy. Und ein bisschen was zu futtern. Ach, cool. Nö, jetzt regnet schon wieder. Hier ist noch ein Laden. Eine Telefonzelle. Alles chillig soweit. Ist hier noch hier was für ein Cashflow machen? Ah, kleine Kokards. Chillig. Das
So, jetzt die Frage, hole ich mit Duff nicht. Ich lade die Geister erstmal. Ich lade die erstmal hoch und dann gucken wir mal. Ja. So, entschuldigt kurz, ich muss einen kurzen Schluck machen. So, wir haben kein Levelaufstieg. Hä? Kannst bis zu 5 Stück von jeder Nahrungsmittel gleichzeitig tragen. Alter. Ist das Arsch? Aufgeladener Windangriff, Anzahl erhöht. Das habe ich nicht gesehen, dass man mit Shift weiter rüber, also hier, das habe ich nicht gesehen. Wird im Verlauf der Hauptgeschichte. Ich dachte, ich hätte nur hier das. Ausweichen in der Luft. So. Ja, schön. Ja. Kosten alle einen Haufen Geld. Ja, Windangriffe erhöht. Aufgeladener Angriff, Tempo erhöhen. Ja, da ich die Angriffe schneller aufgeladen habe. Geil. Ja, Hauptsache wir sind hier gut drinne, dann. Na, was willst du machen? Nutze es weise. Keiner. Alles klar. Dann lass mal hier unser. Warte mal. Von allem kann ich ja jetzt 5 holen. Von den Lebensmitteln. Erdbeer Sorbet. So. Weil ich gehe davon. Ich gehe davon aus, wenn die das hier schon anbieten, dass man dann auch wahrscheinlich alles braucht. An Futter. So, wie sieht's hier aus? Hier sieht es noch ganz romantisch aus, würde ich sagen. Noch ein bisschen was hier für unsere grüne Energie tun. Da höre ich schon den Schreien. Boah. Bin ich kurz zusammengezuckt. Komm schon hoch, Mann. So sollte man das nicht machen, direkt mit der Tür durchs Haus. Ich wollte eigentlich chillig da hoch. Okay, wir gehen einfach jetzt hoch und wenn es jetzt vorkommt, sie.
Mataka. Immer wichtig, in Bewegung bleiben. Oh. Es sind noch drei Dinge zum Absorbieren und zum Befreien. Aber haben wir gut gemeistert tatsächlich. Okay, ich würde sagen, wir clearen hier den Hasen. So, den Schrein haben wir jetzt gesäubert. Hier sind noch ein paar Dinge. Da ist noch eine komische Geisterchips-Tüte. So, du bist wieder eine Sidequest, glaube ich. Wir gehen mal rein und gucken, welche Fähigkeit wir kriegen, würde ich sagen. Dann mal ein bisschen hier so gucken. Das sieht alles nicht so schön aus. Aber das ist ein schönes, wie heißt das nochmal? So ist auch chillig. Kurz ein bisschen warten, damit das Bild auch gleich dann schön scharf wird. Wunderbar. Die Ushia sind hier. Das ist das OBS-Zeichen. So, ich hätte jetzt gern, aber Katana oder sowas wäre cool. Betäubungstalismane. Wenn Betäubungstalismane geworfen werden, werden Besucher innerhalb ihrer Reichweite für eine kurze Zeit bewegungsunfähig. Einige mächtige Besucher sind gegen diese Effekte immun. Sei bei ihrer Verwendung also vorsichtig. Alles klar. Schon wieder so ein Scherending.
Ja, ich hab nichts mehr zum Hauen. Ah, doch. Okay, ich habe jetzt keine Talismane mehr. Das war jetzt nicht so geil tatsächlich, dieses Festhalten von diesem Ding. Macht ja gar keinen Schaden. Das werden ja nicht dauerhaft solche Gegner jetzt mitkommen als Normalus. Ich würde sagen, mit dem Gegner und dem Befreien des Geistes war es das schon wieder mit der Aufnahme. Und danke fürs Zusehen. Ja, wir kommen langsam voran. Aber ich muss sagen, mit den Blocken, das ging jetzt tatsächlich recht gut. Da sind noch ein paar. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn es heißt Ghostwire Tokyo. Einkaufszentrum Shibuya. So, euch holen wir noch mit. Und dann müssen wir gleich gucken, wie wir von außen da irgendwie hochgeklettert können. Irgendwie von außen da hochkommen und hochklettern können. Junge, Sprachfindung ist da. Was rennt da hinten rum? Da checken wir noch kurz. Alles klar, irgendwas Kleines. Für die nächste Folge. Haut rein, bis dann und tschö mit Ö.